Karten stehen, hast Schläge gegen Männer, Mauern, hast Rücken, die Stimmung ist negativ. Und die Alten fragen, warum rauche ich täglich Weed? Warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv? Wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Toten, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten, umgeben von Skeletten, Türken und Afrikanern das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern, den kaltes, dunkles Blut kommt durch die Schlager dann. Umgeben von Kinderschändern, die Grab aber wählen kriegen, genau wie die scheiß Nazis, deren Opfer unter der Erde liegen. Hat dieses Land wirklich nicht mehr zu bieten als ein paar Millionen Arschgesichter mit einer Fresse voller Hämorrhoiden? Die meinen, das Land sehr zu lieben, doch sind nicht sehr zufrieden. Was zu eurem Frust, oder warum seid ihr hier geblieben? Ich muss mich von euch ganzen Schlappschwänzen abgrenzen, all den ganzen Hackfressen, die mich jeden Tag stressen. Sind die gleichen Leute an der Spitze, die sich satt essen, und Minderheiten werden zu Mehrheiten trotzdem vergessen. Weg mit Bild zur Auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum, wird man versucht, um ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Wenn mich bitte auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Nicht im Du und Er und Sie und Essen. Deshalb dran, wenn wir uns selber helfen. Bin der Typ, der kurz nach Beginn der Party schon geht, weil ich nicht feiern kann, solange ich in Babylon lebe. Wir haben miese Karten, regiert von Psychopathen, verwaltet von Bürokraten, die keine Gefühle haben, kontrolliert von korrupten Cops, die oft zerbissen sind. Verdächtige suchen nach rassistischen Statistiken, gefüttert von Firmen, die uns jahrzehntelang vergifteten, informiert durch Medien, die selbst zu spät berichteten. Scheiß auf einen Unfall im PKW, Schäden vom THC, wir haben bald eine BSE, und du schaust noch auf dein EKG, bevor dein Herz stoppt und denkst, auf ein dickes Steg, er dich trotzdem mehr zu verdampfen. Gehirnwäsche pur, rund um die Uhr, und Vater Staat schlägt und vergewaltigt nur der Natur. Die scheiß Politiker dienen der dunklen Seite wie Darth Vader und haben einen Horizont von circa 1 Quadratmeter. Keine eigene Meinung, noch 10 eigene Ratgeber. Schwachsinnigen Scheiß reden, als hätten sie einen Sprachfehler. Hoffen die braven Wähler, zahlen weiterhin gerne Steuergelder. Doch ich bin hier, um Alarm zu schlagen wie ein Feuermelder. Wenn mit Bild zur Auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen den Wald kaum. Wird man versuchen, ständig einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Wenn mich Bild zur Auf aus diesem Albtraum. Menschen sehen vor lauter Bäumen. Ich und du und Er und Sie und Esse. Besser dran, wenn wir uns selber helfen. Sag uns Schröder dazu, ich glaub, ich ruf ihn mal an. Sagst du ihm, ja, schau dir doch unsere Jugend mal an. Ein Drittel starr mit offenem Mund auf ihre Playstations. Das zweite Drittel feiert im Excess als Raystation. Abhängig von teuflischen, pharmazeutischen Erzeugnissen, weil sie nicht wussten, was diese Scheißdrogen bedeuteten. Das dritte Drittel hängt perspektivlos rum auf deutschen Straßen. Kids mit 13 Jahren ziehen sich schon dieses weiße Zeug in die Nasen, die keine Ziele und Träume haben. Und das sind meist teure Waren. Planen ihr Leben nicht weiter als heute Abend. Denken zur Not, geht es wie bei Nintendo noch neu zu starten. Scheißen drauf, ob sie bald sterben. Wer wird schon alt werden in diesem Land, in dem die Schranken stehen, dass es Wege gibt. Wer Mauern, dass Brücken gibt. Stimmung ist negativ. Für die Alten, darum rauchen wir täglich Weed. Deshalb sind ich und meine ganze Generation so depressiv.